Hallo und herzlich willkommen wieder neu hier zurück zum nächsten Part mit The Witcher. Dann wollen wir mal hier noch hinauf in die Nähe dieses Weingutes und uns dort, Tücke von Duntyn, um das Monsternest da hinten kümmern, was als Fragezeichen angezeigt wurde. Aber hier ist noch eine Höhle gerade aufgepoppt. Lass mich raten, da ging es um die Hikimoren. Natürlich konnte man da raus. Geralt war einfach nur zu fett. Das gibt's doch nicht. Junge. Also wenn er jetzt nicht mehr rauskommt, dann lade ich und ja. Nicht runterfallen. Boah, ist immer nicht runtergefallen. Oh, ich bin begeistert. Yay, wir haben es geschafft. Er kann also doch klettern. So, dann zu den Monstern. Die waren irgendwo dahin. Hikimoras. Auch geil, beim Ausweichen einfach schon 100% Schutz einfach in die Angriffsrichtung ausweichen und du hast Schutz. Macht so null Sinn, aber okay. Fähigkeit ist Fähigkeit. Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Zack, zack. Bombe weg und lauf. Yay. Checkbot. Mein Pferd ist abgehauen. Schäm dich, Plötze. So, und da kommen wir jetzt in Richtung des Weinguts oben hin. Burg Duntyne. Das ist eine Burg. Lass mich raten, ihr lasst mich nicht rein. Halt! Stehen bleiben! Herr Roderick wünscht keine Gäste. Hier kommst du nicht weiter. Oh. Okay, kommen wir dann wohl später irgendwann mal wieder dran. Vorbei. Damit wissen wir aber auch, dass das hier erstmal für uns abgehakt ist. Das bedeutet, wir gehen da unten zu dem Erkundeten. Noch nicht Erkundeten, besser gesagt. Na los, Plötzer. Schwingen die Hufe. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. Autsch. Das ist bitter. Irgendwie. Zeig mir, was du zu bieten hast. Lasst mir meine Plätze in Ruhe. Hikimora Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. So, und dann sind wir in der Nähe dieses ebenfalls burgähnlichen Ruinenteils. Aha, das ist ein Friedhof. Langsamer. Der Mont Crane Friedhof. Ja, was zu lesen. Eher weniger. Monster gibt es.
habe ein Ritterschwert gemopst. Im einzigen eigentlich noch relativ intakten Grab. Da kommt man auch nicht rein. Okay. Joa, dann gab es hier eigentlich nicht wirklich irgendwas. Dann verlassen wir mal den Friedhof wieder. Gehen wir dann rechts außen rum? Ja, wir gehen außen rum. Ohlala, Banditenärger. Oh hey, nicht auf Blitze schießen. Ja, wir sind auf Huren bereits über einen See geritten. Hurenreiter ist eben hier richtig. Eine der besten Dinge aus The Witcher 2. Auf Schweinshaut geschriebenes Tagebuch. Philibert hat uns beauftragt, Nachschub vom Basainhof zu holen. Ich bin wie immer mit dem Großteil der Leute im Lager geblieben und habe einige losgeschickt, um mit dem Verwalter zu verhandeln. Hubert Durrett ist ein vernünftiger Kerl. Hat uns noch nie zuvor Probleme beim Nachschub holen gemacht, also sieht alles nach einer einfachen Aufgabe aus. Nichts wirklich mit der Jagd auf fliegende Monster oder dem Abfangen von Karawanen, die die Straße entlang kommen. Nikolai und Pablo Garfe sind nicht zurückgekehrt. Da stinkt was zum Himmel und das sind nicht meine Schuhe. Ich übernehme das Kommando und führe meine Leute zum Hof, um zu sehen, was los ist. Wenn die Bauern auf Basain meinen Männern was angetan haben, lege ich den Hof in Schutt und Asche. Der Hof ist zerstört, aber keine Spuren von Pablo oder Nikolai. Wir haben nur zwei Landeier gefunden. Ich nehme sie zur Befragung mit ins Lager. Leger. Beide heulen wie verrückt und fassen was von einem Werwolf. Wenn sie im Käfig geschmort haben, sind sie vielleicht gesprächiger. Aber wo zum Teufel stecken meine Männer? Eine Werwolf. Das klingt ja interessant. Und das hier dürfte vermutlich dann dieser Hof sein. Geht trotzdem erstmal da. Los, lauf! Hallo, Mr. Gabelschwanz. Mist, ich wollte keine Bomben werfen. Ich wollte Bolzen schmeißen. Also ich kann mich echt nicht beklagen bei meinem Skill. Weil ich einfach nur draufhämmern muss. Das ist ja keine sonderlich starke Herausforderung. Gut, ich könnte mit mehr... Elan spielen, dass ich nicht getroffen werde. So. Ich muss es zerstören. Aber. Wenn draufhauen doch schon reicht, dann ist das doch optimal. Hey. Ich wollte gerade sagen, hier gibt es doch bestimmt noch einen Drahnei. So, nächster Punkt. Burgruine. Schön. Schön.
nur eine normale Burgruine, es ist ein komplettes Elfenruinchen. Mit netten Blumen vorne dran, die sehr einladend wirken. Und verschlossen ist das Ding. Sehr schade. Da gibt es bestimmt wieder eine Quest dazu. Gut, hätten wir das, dann gehen wir dahin. Und die Brücke hier ist auch in sich zusammengefallen. Was eigentlich sehr schade ist. Die sehen im Regelfall ja relativ stabil aus, die Elfensachen. Ein Wolflager, das haben wir auch noch nicht gehabt, oder? Mich nicht dran erinnern. Eieiei. Ich glaube, die Wölfe waren aber nicht die Höhle. Die, oh doch, sind noch mehr Wölfe. Na, dann kommt er. Was jetzt, du Stück Dreck? Oh, guck mal einer an. Da waren wir Wolf. Und ein Toten dran. Ein Werwolf gleich dazu. Werwolf-Mutagene erhalten. Buja. Ist hier irgendwas zu erkunden? Nö. Wurde auch nicht als Quest getriggert oder sowas. Färbemittel für rote Rüstung. Ah. Giselle Duretts Tagebuch. Viele Seiten des Tagebuchs sind vollgeschrieben, doch die letzte Seite ist verschmutzt und krakelige Handschrift abgefasst. Es ist geschehen. Gräfin de Sacor hat den Basanhof gekauft und nach so vielen glücklichen Jahren müssen wir unseren gemütlichen Bleibe verlassen. Als Hubert den Räumungsbefehl erhielt, wurde er so wütend, dass ich große Mühe hatte, ihn zu beruhigen. Ich erklärte ihm, dass es ohnehin ein Wunder war, dass wir so lange unter dem Menschen wohnen konnten. Ich fürchte, Hubert wird seine Verwandlung nicht kontrollieren können, wenn er in einer solchen Verfassung ist. Wir sind in eine Höhle im Plesurewald gezogen. Wir durften einige Dinge vom Hof mitnehmen. Wir haben ein Bett, einen Tisch und ein paar Kerzen. So schlimm ist es gar nicht. Die Höhle ist etwas feucht, das stimmt. Schon nach einer Nacht stellte ich fest, dass es meinen Gelenken nicht sehr gefällt. Hubert hatte einen Anfall, als er mich husten hörte. Er schrie, er würde zum Hof zurückkehren, seine Zähne in die Gräfin schlagen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Hubert ist verschwunden. Ich habe Angst. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Ich habe den Geschmack von Blut im Mund. Ich fürchte, Hubert ist unterwegs, um zu morden. Das wird aus uns werden, wenn er die Kontrolle verliert. Die übrigen Seiten sind ausgerissen, auf dem Rückendeckel sind Clownspuren zu sehen. Da ist der Hubert ausgetickt. Und das hier war eventuell seine Gemahlin, die ich jetzt gerade erledigt habe. Das ist ja nicht so nett. Aber sie hatte mich angegriffen, nicht andersrum. Schauen wir mal beim Hof vorbei, ob Hubert dort anzutreffen ist. Und das wäre, denke ich mal, dieser Teil dort unten. Der Banettehof oder so.
gucken, dass ich die Straße wieder finde. Wunderbar. Kein Wegkreuz irgendwo. Sieht schlecht aus. Und tatsächlich, es ist der Hof. Und da gab es ein Wegkreuz. Und da gibt es auch einen Werwolf, der sich nicht mehr im Griff hat. So viel zur Quest. So, wunderbar. Gefahr gebannt, Bevölkerung zurückgekehrt. Unsere Damen sind viel williger. Tausend Dank, Weißhaar. Damen sind williger. Mann, Mann, Mann. An Hubert und Giselle Duren. Durch den vor kurzem erfolgten Kauf des Basanenhofs informiere ich Gräfin Tipain Boutet de Sacour hier mit Herrn und Frau Hubert und Giselle Duren, die derzeit besagten Hof bewohnen, dass sie verpflichtet sind, das Gelände innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt dieser Nachricht zu räumen. Sollte dies nicht geschehen, wird die Angelegenheit an die entsprechende Vollzugsbehörde weitergeleitet. Dies ist eine rechtlich bindende Nachricht und wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung des Basanenhofs ausgestellt vom Gemeinderat Boucleur angefertigt. Mit freundlichen Grüßen, Gräfin Tipain. Bababa. Eid in Schriftform. Ich, Aubin Rodier im Wappen die Lärsche, schwöre hiermit feierlich, die Bestie in den Höhen des Makaristenwalds mit eigener Hand zu erschlagen. Dies werde ich vollbringen oder beim Versuch sterben. Bei meiner Ehre, ich werde nicht vom Schlachtfeld fliehen und mich keiner Trickserei bedienen, sondern tapfer und mit offenem Visier kämpfen. Ich bekräftige meinen Schwur mit diesem Dokument in Gegenwart von 7 Zeugen. Aubin Rodier vom Lärschenwappen. Den habe ich anscheinend irgendwo mal gefunden. Okay, und die bauen den Hof jetzt wieder auf. Kannst du nicht laufen? Der verfluchte Zauberer. Wer will was von unseren Kindern? Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Dann für sich eigentlich sogar ein ganz netter Hof, muss ich sagen. Gut, dann wäre das mit Eheberatung auch mal wieder erledigt. Beide tot. Da gibt es ein Barbier. So, dann geht's rüber wieder auf ein Art Weinfeld und dann glaube ich, statte ich dem Teil da oben auch noch einen Besuch ab. Dann gehen wir komplett in den Norden, würde ich behaupten. Machen dort einmal eine Schleife, dann kehrt nach unten. Das Anschlagebrett wäre vielleicht als erstes dann nützlich. Die restlichen Fragezeichen aufzudecken, ist ja auch das letzte Anschlagebrett. Ja. So. Verdammt. Genau, verdammt, da klingelt das Handy. So. Los, lauf! Was denn hier? Das Ding muss ich mir mal angucken. Das steht so ganz einsam und verlassen hier rum. Da stimmt doch was nicht. Guck mal, direkt schön viel Färbemittel gefunden. Das sieht nämlich auch nicht sonderlich verlassen aus. Ofen köchelt noch vor sich hin. Da geht's noch nach oben. Da ist aber nichts mehr. Ich finde eigentlich die Art und Weise, wie sie da die Häuser gebaut haben und cool, richtig schön gemacht. Also, echt Respekt. Mag ich. Das ist ein seltsamer Hof. Uh-oh. Lasst mich. Lasst mich. Ah ja. Ritter Christoph Ducorreys Tagebuch. Meine geliebte Sophie hat einen anderen. Ich werde mir nicht das Hemd aufreißen, die Götter nicht verfluchen und keine Rache schwören. Meine Sophie ist so voll Lebensenergie. Es war unvermeidlich, dass sie irgendwann überquillt und sich in andere Kanäle ergießt.
Bitte was? Oh mein Gott, sorry. Nun ist es an mir, diese Kanäle abzudichten, meinen Rivalen zu bezwingen und zu hoffen, dass meine Mauern ausreichen, um ihrer Vitalität gerecht zu werden und uns ein gemeinsames Leben im Überfluss zu ermöglichen. Ich habe ihr bereits vergeben. Jetzt muss ich nur noch ihren Liebhaber finden und aus unserem Leben entfernen. Gestern bin ich Sophie gefolgt. Sie haben ihre Stelldichein eins im Olivenhain. Wie romantisch. Als sie sich trafen, flogen Vögel über den Hain. Ein ganzer Schwarm mit reichlich Gezwitscher. Wie zur Feier der Liebenden und zu meiner Verhöhnung. Diese Symbolik. Ich sehe, wie diese Romanze meine liebste Frau auslaugt. Seit sie sich mit ihrem Liebhaber trifft, wird sie ständig blasser. Nachts schleicht sie ziellos und wie blind durchs Haus. Sie war so lebendig und strahlend. Nun ist sie kraftlos, apathisch und resigniert. Ich muss einen Mut zusammennehmen und dieses Verhältnis beenden. Ich, Christoph Dugaray, verachte Gewalt. Ich werde diese Angelegenheit pragmatisch lösen. Schon steht ein Sack nilfgaardischer Florin bereit, so schwer, dass ich ihn kaum heben kann. Ich warte, bis meine Sophie vom Treffen zurückkehrt. Dann schnappe ich ihn mir und mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Heiliger Majoran, gib mir die Kraft. Lasst mich. Prinzmedaillon? Ja, oder? Ja. Erschreck mich doch nicht. Du Bruxer, du. Eieieiei. Ach ja, Moment, kann man ja dann nur mit ihren Zauber. So, Bescheid sich verraten. Ja, komm her, Miststück. Stück. Ist die schnell? Du ärgerst mich, Mädel. Komm her. Hatte ich da nicht auch was gegen Vampire? Brux ist doch ein Vampir. Oder eine Art Vampir. Da hatten wir doch das Vampiröl. Hier, genau. Zack. Und Vergiftung, Immunität gegen Kopfsporen, Angriff, Schaden. Ich weiß, dass wir auch noch irgendwas hatten mit, oh, kritische Trefferchance. Warum stehen nicht da drin? Reflektierter Schaden. Schmettern, bla bla bla. Vitalität. Ich dachte, wir hätten auch mal so irgendwas gehabt, was da hilft. Sie ist jetzt eher lästig, statt stark. Der hier wäre nicht schlecht, der Gabelschwanz absolut. Allgemein alles erhöht. Das ist ja mal ein geiler Krabbenspinnen-Absurd. Je weniger ich Gewicht und sonstiges habe, desto weniger Schaden kriege ich. Oh, ich denke, ich werde den mal verbrauchen. Aber das
Das Blut zeigt Wirkung. Beziehungsweise das Öl. Der kriegt nämlich gerade Dauerschaden. Oh, und da kommt sie wieder zu mir. Und da stirbt sie. An Verbrennung. Stirb. Und tot war sie. Vampire haben hier definitiv eine Vormachtstellung. Liebesbrief. Allerliebstes Mädchen, ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Meine Nächte sind rastlos, mein Kopf ist voller Gedanken an dich und nur dich. Wenn mir jemand vor einigen Monaten gesagt hätte, dass mich je eine solche brennende Leidenschaft mit einer anderen Frau verbinden würde, hätte ich dieser Person ins Gesicht gelacht. Aber jetzt habe ich nur noch den Wunsch, dir nahe zu sein. Christoph ahnt wohl langsam etwas, aber ich hoffe, dass ich seine Ängste beschwichtigen kann. Ich möchte ihn möglichst nicht verletzen. Er ist ein guter Mann, barmherzig und ehrlich, aber das Feuer, das einst zwischen uns gebrannt hat, ist erloschen. Ich weiß, dass du das verstehst und ich freue mich, ehrlich zu dir sein zu können. Bis wir uns wiedersehen, das kann nicht bald genug sein. Ich bitte, pass auf dich auf, Ximena. Da nenne dich unendlich liebende Seraphin. Was ist hier los? Gerade extreme Sonnenüberblendung. What the fuck? Schneller. Und jetzt geht's auch schon wieder weg. So. Dann wollen wir da mal rüber. Nein, das ist gerade einfach nur extremst hell. Meine Fresse. So, geht's wieder. Dann kann man auch zu dem Anwesen. Der Eingang einer Höhle. Die Wunde sieht aber böse aus. Würde ich schnell behandeln lassen, bevor sie eitert. Wenn ich medizinische Beratung bräuchte, hätte ich einen Heiler kommen lassen. Und du gehst nicht mal als Quacksalber durch. Und wenn du wirklich einen Hexer brauchst, solltest du etwas freundlicher sein. Vergib mir. Es tut so verdammt weh, das verdirbt mir die Laune. Irgendeine Bestie hat sich in der Grotte eingenistet. Ich bin dir nur knapp entkommen. Ich benutze die Hülle als Lager für meine Waren. Würdest du sie dir ansehen? Ich könnte mir die Sache mal ansehen. Aber nicht kostenlos. Er ist verwundet, da muss noch ein bisschen was bezahlen. Ein gerechtes Angebot. Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Warte hier. Und du musst deine Wunde reinigen. Vertrau mir. Mit Wunden kennt er sich aus. Genug in seinem Leben erlitten. Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. So, schauen wir mal, was diesmal diese Höhle der Winzer... Oh Gott, da ist aber irgendwas richtig Fettes eingebrochen. Lass mich verarschen. Tausendfüßler. Not really. Yay, sofort kill. Irgendwie bin ich immer noch im Infight. Ich weiß nicht warum, weil ich nämlich nichts machen kann. Vielleicht einfach da hoch. Jawohl. Da kommen wir in den nächsten Raum und noch zwei. Unterschätzen, liebes Viecher. Ah, gibt's hier noch was Schönes? Hm.
Ja, weniger. Kisten, Kisten, Kisten. Keine Kisten. Aber da hinten ist noch irgendwas Schönes. Was da wohl passiert ist? Blutverschmiertes Tagebuch. Der heilige Majoran muss mir heute wohlgesonnen sein, oder es waren einfach glückliche Umstände. Ich habe eine Höhle gefunden, die sich bestens als Weinkeller eignet. Wir haben in der letzten Saison so viel wunderbaren Wein gemacht, aber allmählich geht uns der Lagerplatz aus. Ich hätte mir ein paar Arbeiter holen können, um einen Keller auszuheben, aber dann müsste ich vorerst weniger Wein abfüllen, und das will ich auch auf keinen Fall. Außerdem kann es keinen Keller der Welt mit einer Kalksteinhöhle aufnehmen. Ich habe die ideale Höhle gefunden. Sie ist groß und nicht zu feucht. Ich bin rein zufällig darauf gestoßen, als ich in den Felsen spazieren war. Ich bin mir mit dem Fuß in einen Felsspalt getreten, und als ich ihn schließlich wieder frei bekam, fielen einige Steine hinein. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich vernahm, wie sie auf dem Boden aufschlugen. Danach habe ich den ganzen Abhang abgesucht, bis ich tatsächlich einen Zugang gefunden habe. Oder Zugang fand. Morgen werden wir anfangen, die Höhle in ein Weindepot zu verwandeln und die Fässer dorthin schaffen. Späterer Eintrag bestehend aus hastig geschriebenen Worten. Monster in der Höhle. Riesentausendfüster. Männer nur knapp entkommen. Wir versuchen nochmal hineinzugehen und zu retten, was wir können. Muss alle Zugänge blockieren. Hoffentlich verirrt sich kein anderer jemals in diese verfluchte Höhle. Gut, aber wenn man sich mal so überlegt, was die hier alles gelagert haben, dann sind die Tausendfüßler erst doch um einiges später hinzugestoßen. Somit konnte er es eher nicht erahnen, dass er da vielleicht in ein Nest oder einen Rückzugsort gestoßen ist. Naja. Und wir haben die Türen ganz schön vom kaputt gehauen. Er hätte eigentlich was anderes erwartet. Wie ist die Lage? Und? Wirst du in meinem Lager nach dem Rechten sehen? Schon getan. Da waren ein paar Riesentausendfüßler. Aha. Und wie soll ich die davon abhalten, wieder in die Höhle zu krabbeln? Weiß nicht. Ich bin Monsterjäger, kein Wahrsager. Kein Grund, böse zu sein, Hexer. Ich mache dir gute Preise für meine Waren, als Dank. Komm in 2 Tagen wieder. Dann kannst du dir mein neues Lager ansehen. Ich muss weg. Bis dann. 2 Tage, das würde ich sagen, machen wir dann mal im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Sayonara.